Guten Morgen, Philipp Reinheimer, Fanreporter der deutschen Olympiamannschaft. Eine Frage von mir. Meine Erfahrung im Luftgewehr beschränkt sich auf Volksfeste. Also wenn ich auf der Wiesn bin, dann gehe ich mal an den Schießstand und wenn ich Glück habe, kann ich eine Rose schießen für meinen Spusel. Wie ist es bei dir? Bist du gar schon bekannt als Schützin dort und die machen die Bude zu, wenn du kommst? Gehst du manchmal an so einen Schießstand und nutzt deine Fähigkeiten? Philipp, ganz ehrlich, du darfst mich fertig machen. Kein Scheiß. Also da bin ich richtig schlecht. Da bin ich richtig schlecht. Also wenn ich um das mal richtig zu stellen, das, was ich anhabe, ist keine Schutzbekleidung, sondern die Schießbekleidung ist zur Unterstützung der Wirbelsäule da. Und sonst hätten wir alle mit 12 schon einen Bandscheibenvorfall. Und ohne Schießklamotten bin ich nichts. Also quasi null. Da darfst du mich fertig machen. Kein Problem. Ja, dann müsstest du für mich den Hasen schießen. Dann fordere ich dich hier mit zum Duell jetzt, ja. Haben wir da irgendwo ein Volksfest? Ja, jederzeit. Wir können es gern probieren. Aber wie gesagt, schaut für mich wahrscheinlich eher schlechter aus, Philipp. Liebe Fans, hier im Deutschen Haus mit Barbara Engli, der Schützin. Ich habe sie zum Duell gefordert. Sie hat gesagt, an der Schießbude auf dem Oktoberfest würde ich siegen. Wir werden mal sehen, wie es hier ausgeht. Barbara, bist du fit? Total. Dann überreiche ich dir dein Blasrohr, bitte sehr. Nimm dir eins weg und jetzt wird geladen. Das war gut. Ach, 10! Trotz Manipulation. Barbara, ich glaube, ich habe gewonnen, oder? Ich fürchte ja, aber ganz knapp. Ganz knapp war es. Barbara, ich wünsche dir alles Gute für deinen Wettkampf am Donnerstag. Hau rein, schöne Zeit in Rio, hat mich sehr gefreut. Danke.